Hallo liebe Spießer und herzlich willkommen hier in Budapest. Ja, verrückte Wettbewerbe gibt es viele auf der Welt. Man denke nur an die berühmt-berüchtigte Schienbeintritt-WM oder an die legendäre Luftgitarren-WM. Wir sind hier bei einer noch viel verrückteren Veranstaltung, nämlich bei den Euroskills 2018 in Budapest. Das ist die Europameisterschaft der Berufe und ja, junge Leute messen sich in verschiedenen beruflichen Disziplinen miteinander. Das heißt, sie haben offensichtlich Spaß an Arbeit. Wie kann sowas sein, stelle ich mir die Frage. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wollen sie zeigen, wo hier der Hammer hängt. Warum macht eine Arbeit überhaupt Spaß? Warum macht eine Arbeit Spaß? Man sieht jeden Tag, was man macht. Man hat jeden Tag neue Aufgaben zu bewältigen. Es macht Spaß. Und wenn man sich solche Trucks anschaut, dann sieht man, für was man arbeitet. Ja, uns macht das ganz besonders viel Spaß, weil wir sind nicht in der Lage, zum Beispiel kalt zu machen, aber wir können auch warm machen. Und das ist schon was Besonderes. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann machen wir warm. Das ist ja ganz einfach. Und dann fühlen wir uns auch wohl, wenn es zu kalt geworden ist. Paul, wo andere nach der Schule ein Studium angefangen haben, hast du dich für eine Berufsausbildung ganz bewusst entschieden. Das heißt, warum sind dir Karrierechancen und hohe Verdienstmöglichkeiten offenbar egal? Naja, ich finde, man hat ja auch im Handwerk enorme Karrierechancen, oder? Also ich kann da meinen Traum quasi ausleben, kann Leute glücklich machen, baue schöne Bäder und habe natürlich auch noch die Chancen aufzusteigen und meinen Meister zu machen, eine Firma zu führen. Ich finde es besser, erst ein Handwerk zu machen und dann kann man immer noch sagen, man geht danach studieren oder irgendwie sowas. Aber man ist nicht so ein Sesselfurzer und sitzt den ganzen Tag vielleicht nur im Büro oder im Hörsaal rum. Es war auch wichtig, die Leute, aber gerade die Leute im Hintergrund hier, die das Handwerk ausüben, finde ich immer noch wichtiger. Antje, du bist Malerin geworden, nicht ganz ohne Grund. Erklär doch mal, warum Malerin, warum nicht Kosmetikerin? Das ist eine gute Frage. Ja, weil der Beruf mir direkt Spaß gemacht hat. Der ist sehr vielseitig, also auch mit dem Farbenspielen. Ich habe ein gutes Farbempfinden und dieses Design von Räumen, also das ist ja, das war eher meins. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert hat, wenn man sich hier so die Skillfläche anschaut, der Kasten Bier fehlt. Wie kommt's? Wer hat geschlampt? Das gibt es heutzutage nicht mehr, vielleicht damals, aber das sieht man auf den Baustellen heutzutage nicht mehr. Außer wenn man vielleicht mal selber was zu Hause macht, aber sonst nein. Okay, verstehe. Wie ist es ansonsten als Frau auf der Baustelle? Bist du dann diejenige, die den Kerl dann hinterher pfeift, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Nein. Bin ich ja völlig desillusioniert. Nee, das gibt es nicht mehr. Okay. Das war's von mir von den Euroskills 2018. So leicht ist auch der Funke auf mich übergesprungen. Vielleicht soll ich es ja auch mal mit echter Arbeit probieren. Wobei, nein, ich glaube nicht.